Und unser USA-Korrespondent in den USA beobachtet die Lage. Elmar Thewissen, schönen guten Morgen nach Washington. Also, was ist dort jetzt genau passiert? Guten Morgen nach Deutschland. Was ist dort jetzt genau passiert? Was ist bekannt? Also am Montagmorgen um 9 Uhr Ortszeit in Mar-a-Lago in Florida, das ist der Golfclub, in dem Donald Trump eben auch lebt, er hat dort ein Haus, sind FBI-Agenten, rund ein Dutzend in Zivilkleidung auf das Gelände gekommen, haben Einlass begehrt, sind auch vom Secret Service, der normalerweise Trump beschützt, hereingelassen worden und haben dann das Haus durchsucht. Darunter haben sie nicht nur Räumlichkeiten angeschaut, sondern haben ganz offenbar auch im Privatbüro von Donald Trump seinen Safe geöffnet, regelrecht aufgebrochen und durchsucht. Die ganze Aktion dauerte bis in den Abend hinein am Montag und wir wüssten vielleicht von alledem nichts, wenn nicht Donald Trump höchstpersönlich eben in dieser Erklärung diese Informationen an die Öffentlichkeit gegeben hätte. Er hat sich eben empört, dass so etwas gegen ihn stattfindet und er bekommt mittlerweile Schützenhilfe von vielen republikanischen Anführern der Partei, die behaupten, das sei eine politische Hexenjagd. Aber wir wissen mittlerweile, dass das Ganze auf einem Durchsuchungsbefehl basierte, der von einem Richter unterschrieben wurde. Das bedeutet, das tut ein Richter nur, wenn eben starke, konkrete Hinweise auf eine Straftat, möglicherweise auch auf eine Gefahr für die nationale Sicherheit vorhanden ist. Aber so etwas wie das ist in der Geschichte Amerikas noch nie passiert gegen einen Präsidenten oder Ex-Präsidenten. Berichtet wird auch über Dokumente, die Trump wohl nach seiner Amtszeit angeblich mit nach Florida in sein Haus gebracht haben soll. Was vermutet man da über die Hintergründe? Ja, darum scheint es wirklich zu gehen. Im Januar hat man bereits 15 Kartons mit Dokumenten und anderen Gegenständen aus Mar-a-Lago abgeholt, die Trump dann herausgerückt hat. So kann man es, glaube ich, sagen. Die muss er mitgenommen haben, als er das Weiße Haus im Jahr 2021 verlassen hat. In diesen Kartons haben die Agenten und eben auch das Nationalarchiv, dem normalerweise alle Dokumente übergeben werden müssen nach einer Präsidentschaft, offenbar auch eine Reihe von vertraulichen Dokumenten gefunden. Und diese Durchsuchung jetzt basiert eben auf den Ermittlungen. Der Verdacht ist da, dass möglicherweise Trump versucht hat, streng geheime Dokumente verschwinden zu lassen oder aufzubewahren, was immer er damit vielleicht machen wollte. Deswegen jetzt die Durchsuchung. Und es deutet vieles darauf hin, dass die Ermittlungen sich eben weiter konkretisieren, denn die FBI-Agenten wussten sehr genau, wonach sie suchten. Sie haben nur das mitgenommen, was für ihren Fall wirklich von Belang ist. Und wenn es am Ende tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren käme, dann steht in Rede, ob Donald Trump für so etwas strafrechtlich verfolgt, verurteilt werden könnte und dann vielleicht auch nicht mehr in der Lage wäre, sich um ein Amt in den USA zu bewerben. Live aus Washington, Elmar Thewissen. Vielen Dank.